Yo, 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 Party People, Grumpy Ede, mal wieder mit einem YouTube-Exclusive, also einem Spiel, das ich nur hier auf YouTube vorstelle, gar nicht im Stream gezockt habe. An der Stelle erstmal danke an Nikola, der mich darauf aufmerksam gemacht hat. Ich hätte das Spiel, glaube ich, gar nicht gefunden. Es ist auch wieder ein Spiel aus der Reihe, ja, wie soll man sagen, Roguelite, Vampire Survival-like, so ein bisschen, auch wenn es hier doch einen ganz anderen Spin gibt. Am Anfang dachte ich erst, oh mein Gott, was ist denn das für ein Scheiß? Aber dann habe ich es ein paar Stunden gespielt und muss sagen, es hat auf mich eine strange Faszination gehabt. Das Spiel heißt Maniac und wir werden es hier uns gleich anschauen. Kostet, wir schauen mal gerade rein, was kostet's? 4,49 € und läuft auch auf Mac, wie man hier sieht. Insofern eigentlich schon mal ganz cool. Maniac ist eine Mischung aus Vampire Survivor-like, Hotel Miami, nee, wie heißt's? Hotline Hotel, Hotline Miami und GTA 1. Also insofern ein sehr stranger Mix. Ich sag's gleich, das Spiel ist sehr makaber, sowohl was den Humor angeht, als auch was die grafische Gewalt angeht. Das ist zwar alles ein bisschen überzeichnet, aber das Spiel ist schon moralisch an der Grenze, würde ich sagen. Ist vielleicht nicht für jedermann geeignet. Also man kriegt tatsächlich Punkte fürs Überfahren von Zivilisten und im Prinzip muss man einen Amoklauf machen, wenn man ehrlich ist. Also es ist zwar alles sehr cartoonisch und übertrieben und die Polizei versucht einen zu fangen, aber man ist schon der Böse in diesem Spiel und kriegt Punkte und Geld, je mehr man zerstört und kaputt macht und umbringt. Das als Disclaimer. Deshalb habe ich auch überlegt, ob ich es überhaupt zeigen soll, aber es ist für mich dann doch so übertrieben comichaft und quatschig wie so ein Splatter-Film irgendwie. Und es macht tatsächlich auch Spaß und hat ein ganz interessantes System. Trotzdem wollte ich das vorwegschieben. Sicherlich nichts für Kinder. So. Also das kann man, glaube ich, schon mal safe sagen. Trotzdem werde ich es hier mal vorstellen. Aber jetzt wisst ihr Bescheid. Also das ist schon grenzwertig auf jeden Fall. Nennt sich Maniac, 4,49 € im Store. Und ich erkläre euch jetzt auch sofort, wie es funktioniert. Es ist eigentlich denkbar einfach. Ich glaube, das Spiel hat zwei Tasten. Wir gehen rein. Oh, ich mache mal den Greenscreen. So, ich spiele das Ganze mit Pad. Dachte ich zumindest. Warum geht's nicht? Automatisches Zielen, automatisches Feuer wollen wir beides. Blutspritzer, okay, kann man sogar ausstellen. Also ist trotzdem nichts für Kinder. Okay. Ich habe wie gesagt schon ein bisschen gespielt. Und man kann verschiedene spielbare Charaktere spielen. Und obwohl ich schon ein bisschen gespielt habe, habe ich bislang nur den Hotdog-Typ und den Startcharakter, den betrunkenen Weihnachtsmann, freigeschaltet. Was hierbei ganz interessant ist, man startet und man hat einen Progress, also der Charakter wird immer weiter aufgelevelt und die Sachen, die man freigeschaltet hat, kann man immer wieder weiterspielen. Also es ist ganz interessant, dass es so einen Progress für den Charakter gibt. Ich spiele deshalb jetzt auch mal hier mit dem Weihnachtsmann. Hier sieht man auch schon, das Ziel habe ich bislang tatsächlich noch nicht geschafft, überlebe 20 Minuten und einen Atomschlag zu erreichen. Und hier sieht man jetzt quasi den Ausrüstbildschirm. Unten in der Mitte sieht man, ich habe jetzt zur Zeit keine Kohle. Ich habe aber hier schon, wie man an den Sternen da am linken Rand sieht, schon viel Geld in gewisse Skills investiert. Was bei diesem Spiel auch sehr wichtig sein wird, das werden wir gleich sehen. Es ist teilweise ist man zu Fuß unterwegs, aber man ist eigentlich die meiste Zeit, ich will nicht sagen die meiste Zeit, aber man ist auf jeden Fall auch viel im Auto unterwegs, um eben Passanten zu überfahren oder von der Polizei zu entkommen. Und dafür gibt es dann natürlich auch verschiedene Upgrades, wie zum Beispiel hier
Eisenmonster erhöht die Panzerung des Fahrzeugs, die Widerstandsfähigkeit und so weiter. Oder hier erhöht die maximale Geschwindigkeit und Beschleunigung des Fahrzeugs. Da gibt es verschiedene Sachen. Oder auch hier, man kann in jedes Auto, kann man quasi klauen, auch Polizeiautos, ähnlich wie bei GTA. Und hier gibt es zum Beispiel einen Perk Autodieb. Dann dauert dieser Balken, der sich auflädt, um ein Auto zu laden, geht dann eben schneller. Also gibt es verschiedene Perks. Ich habe hier zum Beispiel alles in Kugelflüsterer gesteckt, genauere Zielgenauigkeit und Geschwindigkeit der Waffe und mehr Munition. Ich weiß nicht, ob es schlau ist, ich bin wie gesagt noch relativ am Anfang. Dann gibt es hier, das sind Upgrades, das sind so passive Perks quasi. Das hier sind tatsächlich eure Ausrüstung. Ich habe jetzt hier die Schrotflinte und die Raketen, die, wie man sieht, hier mit 14.000 pro Upgrade-Stufe sehr, sehr teuer sind. Da bin ich mir immer noch nicht sicher, ob sich das so lohnt. Das ist eine Tasche mit Geschenken, mit der kann man zuhauen. Und hier unten ist noch die Rolle, also quasi Ausweichrolle. Die kann man auch upgraden, habe ich aber nicht gemacht. So, wir starten jetzt mal rein ins Spiel, dann wird sich der Rest von alleine erklären. Es ist jetzt nicht das anspruchsvollste Spiel der Welt. Wir haben halt hier diese große Map und wie in so einem Survivor-like sehen wir steuern hier den Typen. Ich bin, wie gesagt, jetzt hier mit Pat und er schießt jetzt automatisch. Und Geld ist quasi das, worum es hier geht. Wir sammeln Geld ein. Und der blaue Pfeil zeigt uns, wo wir hinwollen, denn da gibt es ein Level-Up. Du kriegst keine Erfahrungspunkte, du kannst hier, wenn du Sachen zerstörst, nur Geld kriegen. Aufsteigen im Level kannst du nur, wenn du diesen blauen Pfeilen folgst. Und, ja, hier sieht man schon, die Polizei jagt mich. Oben rechts sieht man den Timer. Oben in der Mitte sehen wir so einen Polizeikopf. Das heißt, wir sind jetzt bei Polizeilevel 1. Ist ein bisschen wie bei GTA. Je mehr Scheiße man baut, desto größer wird das Level. Später verfolgen einen Hubschrauber und dies, das, Ananas. Und hier gibt es dann ein Level-Up. Und dann können wir halt eines der Perks, die es halt gibt, upgraden. Hier zum Beispiel zieht Follower an, das habe ich auch noch nicht so ganz geschnallt. Dann hast du irgendwie so einen Typ, ich glaube, die schießen dann auch. Fand ich nicht so geil. Gassenschläger, schnellere Laufgeschwindigkeit. Und das ist eigentlich ganz wichtig. Höhere Widerstandsfähigkeit gegen Stöße und Explosionen. Und die Aufnahmereichweite und den gesammelten Geldbetrag. Also das kennt man ja auch aus so Vampire Survivor Likes. Pickup Radius. Ich nehme jetzt aber mal hier den Gassenschläger. Ich bin gerade noch zu Fuß unterwegs. Wenn ich nah an ein Auto rangehe, so wenn ich es nicht gerade zerballer, hier wie zum Beispiel, ich mache immer alles kaputt jetzt. Dann kann ich hier mit Y, füllt sich dann der Balken und dann kann ich versuchen, ins Auto einzusteigen. Aber da ich jetzt hier die ganze Zeit auch schieße und auf Autoschießen eingestellt habe, was vielleicht nicht so schlau ist in dem Spiel, zerstöre ich die Autos eher. Aber hier, eins, zack. Steigen wir mal ein. Jetzt haben wir das Auto geklaut. Jetzt sind wir mit dem Auto unterwegs. Und hier ein ganz wichtiger Punkt. Ihr seht jetzt den Autoenergiebalken. Das heißt, während ich jetzt hier also so fahre, nehme ich persönlich keinen Schaden. Ich bin also sicher vorm Game Over, wenn man so will. Denn erstmal wird der Autoschaden reduziert, oben der Energiebalken. Je nach Auto ist der mal höher, mal niedriger und nach Perks. Also es lohnt sich auf jeden Fall, mit dem Auto unterwegs zu sein. Er schießt dann auch automatisch aus dem Auto raus, aber wir wollen natürlich jetzt zum nächsten Level ab. Da muss man jetzt, einmal die zweite Stufe Polizei, kommt schon die ersten Hubschrauber, aber wir müssen natürlich hier auch ein bisschen auf die Map achten. Man sieht nämlich hier, es gibt Höhenunterschiede, also ich könnte jetzt hier nicht einfach hochfahren, weil hier eine Wand ist und muss dann natürlich die Auffahrt finden. Hier kommen meine Raketen, die ich jetzt mal hier gezündet habe. Aber wie gesagt, für den Preis finde ich die gar nicht so geil. Wo ist das Level ab? Ich nehme mal mit. Ja. Und jetzt kriegen wir hier verstärkter Stoß für ein Upgrade nur für aktuelles Auto. Ermöglicht einen Frontalaufprall eines Autos. Upgrade nur für aktuelles Auto. Schnellere Höchstgeschwindigkeit und Beschleunigung des Autos. Stellt den aktuellen Zustand des Fahrzeugs wieder. Das ist natürlich sehr praktisch. Dann hätte ich die komplette Energie wieder. Das machen wir auch mal. Stellt aber nicht... doch nicht komplett. Sinn des Spiels ist es also 20 Minuten zu überleben. Und rechts seht ihr auch noch so ein paar Mini-Quests. Also wenn ich jetzt 30 Taxis zum Beispiel zerstöre, dann gibt's was.
Also man muss hier komplett Carnage machen. Jetzt habe ich schon 3 Sterne. Die werden natürlich immer aggressiver, die Fahrzeuge, die einen jagen. Jetzt muss ich aussteigen schnell, bevor das Auto mit mir drinnen explodiert. Und ich gehe zu Fuß weiter. Was ein bisschen doof ist, da muss man echt aufpassen. Die Explosion von den Autos, die können einen halt auch selber gut Damage machen. Oh, hier ist der Krankenwagen, den nehme ich mir doch mal direkt. Das ist über mir. Shit. Komm nicht weg, ich hänge. Da ist irgendein Brückenpfosten oder sowas. Ihr seht, wie aggressiv es jetzt hier langsam schon wird. Hier sind Monster, hört die Panzerung des Fahrzeugs. Ihre Arbeit zieht Follower an. Wir steigen gleich wieder in das Fahrzeug. Hier, den nehmen wir uns. Komm. Ich habe es bislang immer so gespielt, dass ich versuche, zu den Level-Ups zu kommen. Man kann aber natürlich auch anders spielen. Also, die Level-Ups sind nicht zwingend in diesem Spiel. Weil es geht ja letztendlich nur darum, 20 Minuten zu überleben, sodass du dir sagen kannst, naja, wenn ich wenig Stress mache, dann kriege ich auch wenig mit der Polizei zu tun. Vielleicht überlebt man dann besser. Ah, jetzt kommen hier schon die gepanzerten Fahrzeuge. Tatsächlich vorbeigefahren. Okay. Hiermit können wir schneller Fahrzeuge klauen. Das ist eigentlich ein sehr gutes Perk. Wir gehen auch direkt raus und steigen um. Das war's auch schon wieder mit dem Auto. Oh, man konnte in den Hubschrauber einsteigen. Das habe ich noch nicht geschafft. Ich war eben, da war das Zeichen für den Hubschrauber. Hier, guck mal, Hubschrauber. Alter, guck mal, das habe ich ja noch nie gehabt. Das finde ich geil. Aber wie steuert man den? Der steuert sich komisch. Kann man nicht höher fliegen? Doch, hier. Das ist ja geil. Da kann man ja super easy dann die Level-Ups einkassieren oder was. Hör, was ist jetzt passiert? Fuck! Bin ich zu hoch geflogen? Irgendwas hat mich abgeschossen. Okay, das sind halt komplette Glass Cannons. Aber cool, ich wusste gar nicht, dass man einen Hubschrauber auch reinspringen kann. Okay, wir wurden erwischt. Dann gibt es natürlich hier so eine Statistik. Und dann haben wir wieder Geld und können Upgrades kaufen. Zum Beispiel könnten wir mal hier von Anfang an eigentlich investieren in schnelleren Autodiebstahl und dann geht's wieder von vorne los. Boah, herrlich. Nein, jetzt bin ich ins Wasser. Oh, kann ich so eine Yacht nehmen? Ja. Ich jetzt hier wieder raus. Hier, das ist übrigens. Na gut, ich habe die Rolle jetzt noch nicht. Hier, man kann auch Nahkampf machen. Ich habe jetzt hier nur so einen komischen Kick. Aber es gibt natürlich auch andere Nahkampfwaffen, gibt auch andere Schusswaffen noch. Das ist jetzt ein Polizeiauto. Steigen wir ein in den Feuerwehrwagen. Der hält nämlich ganz gut was aus. Oh, hier ist ein Raketenwerfer, aber den kann, glaube ich, mein Charakter nicht nehmen. Das habe ich auch noch nicht gecheckt. Das ist hier immer der Raketenwerfer.
Hier zum Beispiel Baseballschläger, Nahkampf. Spielt sich übrigens auch sehr gut auf dem Steam Deck. Da habe ich eigentlich die meiste Zeit gespielt auf dem Steam Deck. So kleine Steam Deck-Spielchen. Sehr willkommen. So, Geld einsammeln. Können wir nochmal versuchen, in so einem Schrauberchen zu passen. Das ist zu hoch, glaube ich, oder was? Wieso kann ich den jetzt nicht einnehmen? Verschiedene Fahrzeuge droppen auch unterschiedliche Sachen. Also ich habe zum Beispiel festgestellt, dass Krankenwagen, wer hätte es gedacht, häufiger mal so Health Packs droppen. Und die Map ist halt auch echt. Ich weiß gar nicht, ob man die sich komplett irgendwie anzeigen kann. Krankenwagen halten echt viel aus. Hier kann man eigentlich auch durch, wenn man da die Wand durchbricht. Was halt wirklich Spaß macht, ist, dass es halt sich sehr, sehr flott spielt. Also es ist direkt Action und es macht halt irgendwie diese Mischung aus zu Fuß, Auto, von einem Auto ins nächste springen und so. Das funktioniert schon echt gut. Jetzt sind dauernd Bildschirmausfälle, aber ich glaube, für euch ist es gut. Bei mir wird dauernd der Bildschirm schwarz. Autopanzerung aus Messing. Das machen wir. Jetzt sehen wir da, wir haben die Zusatzpanzerung gekriegt fürs Auto. Aber es hat mir, also wenn ich auch was an Kritik äußern müsste, dann würde ich sagen, also ich spiele jetzt schon ein paar Stunden hier mit dem Hauptcharakter. Und es dürfte mal ein bisschen mehr Abwechslung in den Skills. Ja, du hast sehr viele so Perks, die sich aber nicht so super krass beim Gameplay bemerkbar machen. Größere Panzerung fürs Auto und so ist natürlich nice oder schneller ins Auto einsteigen. Aber letztendlich ändert das nicht so krass viel. Mal ein paar andere Waffen oder Sachen, die dir wirklich dich zwingen, andere Builds sozusagen zu spielen. Fände ich interessant. Ich glaube, das gibt es auch, wie gesagt, mit den anderen Charakteren, die man noch auswählen kann. Aber die muss man halt erst relativ mühselig freischalten. Aber vielleicht habe ich hier auch die falsche Herangehensweise. Und konzentriere mich zu sehr aufs Level-Up und nicht genug auf das Erfüllen der Ziele. Also zum Beispiel so 5 Kinderwagen zerstören. Die musst du halt auch erstmal in der Map finden. Die Map ist riesengroß und aus der Vogelperspektive ist halt nicht mal klar. Ja, hier geht's jetzt aber ab. Hier raus und hier raus. Boah, der ist auch schon gleich am Arsch. Hat ganz schön viel auf mich geballert. Es hat so sehr lustige GTA 1 Vibes. Dass viele nicht wissen, dass GTA 1 so aussah tatsächlich. Es ist genau GTA. Ehrlich gesagt. Oh, oh, hier ist. Die Straßensperren sind tricky. Jetzt in so einem gepanzerten SWAT-Wagen. Ja? Der lässt mich hier nicht durch. Guck. Hier kann ich eigentlich erstmal parken. Hier kann ich nicht mit dem Hubschrauber. Aber das sind erst. Wir müssen noch für 14 Minuten überleben. Also ich habe es noch nicht geschafft,
weil es wirklich am Ende kommen noch UFOs und so, die einen angreifen. Es wird richtig crazy später. Oh ja, warum nicht so ein? Ja, halt einfach Benzin hinten drin, ne? Schulbus. Boah! Hier können wir uns heilen. Oh oh, ja, ey, wenn man Stillstand ist immer hier sehr, sehr gefährlich. Ich will aber die Geldscheine, ich bin gierig. Ich will hier die Kohle. Oben links sehen wir die Kohle, die wir eingesammelt haben. Es ist nicht so viel, was wir bislang haben. Taxi, ja. Oh ja, der sieht aus, als ob er was aushält. Weiter geht's. Upgrade für aktuelles Auto ermöglicht noch bessere Frontalaufprallwirkung ohne Gesundheitsverlust. Stellt den aktuellen Zustand. Ermöglicht den Frontalaufprall ohne Gegen... Und das hier. Fahrt durch Park. Über die Schanze. Let's go. Oh yeah. Kann auch ins Wasser, aber ich will mit dem Truck hier nicht ins Wasser. Ich kann wieder... Okay, jetzt haben wir das Militär oben rechts. FBI hatten wir schon. Jetzt kommt das Militär. Jetzt kommen Panzer. Die kann man natürlich dann auch selber kapern. Sagt man das so? Bessere Explosion. Bessere... Wir können jetzt hier mit dem Upgrade auf jeden Fall leichter durch diese... Wände durchcrashen. Allerdings schießt er mit dem Truck nicht nach hinten, so wie ich das sehe. Slalom-Taktik und da ist das Upgrade. Treiber erhöht die maximale Geschwindigkeit und Beschleunigungsfall erhöht die Frierfähigkeit. Ich benutze übrigens meine Raketen so gut wie nie. Weil ich bescheuert, dass ich so viel Geld da reingesteckt habe. Oh, da ist auch schon kaputt. Hier, Panzer. Komm, rein in den Panzer. Nein! Schaff ich's? Nein. Das ist das Problem am... Es gibt keine Taste, wenn man Autoschießen anhat, es gibt keine Taste, mit der man Autoschießen ausstellen kann für ein paar Sekunden. Das finde ich sehr nervig. Das würde ich mir als Feature auf jeden Fall wünschen. Ja, ich bin fast tot. Hier. Ja, Energie. Es wird wild. Da sind es andere Tricks hier angeschrieben. Ey, wieso wird mein Bildschirm dauernd schwarz? Das ist ja super nervig. Wir versuchen noch zum nächsten Upgrade zu kommen, aber ich bin fast tot. Nur das Auto schützt mich jetzt gerade vorm Game Over. Und es ist jetzt gerade mal die Hälfte der Zeit um. Oh, ich bin vorbeigefahren. Nein, da oben auf der Brücke ist es. Das ist schlecht. Wir sind hier hoch. Ich gucke jetzt hier auf den OBS-Bildschirm, weil mein Bildschirm dauernd schwarz wird. Heilung. Perfekt. Taxis sind gar nicht so schlecht. Kannst du relativ leicht klauen, haben hohe Energie, sind wendig und schnell. Da sind Panzer. Ich
will aber auch gerne in so einen Panzer mal rein. So, und jetzt Panzer, jetzt kommen die Düsenjäger. Panzer dauert natürlich sehr lange, bis man die eingenommen hat. In der Zeit ballert er dann halt auch auf die Panzer drauf. Das ist leider ein bisschen dumm. Monstermotor, klar. Zum nächsten Level up. Fahren wir rüber. Das ist das Upgrade. Was macht denn das nochmal? Mehr Blut und größere Chance auf Spritzschaden. Ob das irgendwas bringt? Ich fahre hier völlig in die falsche Seite. Das ist halt schlecht. Wenn du irgendwo hängen bleibst, das ist sehr schlecht. Das kostet richtig viel Energie. Weil dann prallen halt von allen Seiten die Schüsse auf einen ein. Weiter. Ich schaffe gleich ein neues Auto. Das schaffen wir auch zu Fuß. Oh, den Panzer holen wir uns, oder? Nee, er hat den Balken nicht ausgeführt. Ich weiß nicht warum. Ich hab nicht geführt. Heilung. Nächsten Panzer, den hole ich mir. Komm, 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 komm. Yes! Wir sind im Panzer, Leute. Guck mal, wie viel Energie der hat. Und der ballert natürlich auch richtig ordentlich rein. Ist natürlich nicht so schnell. Wird viel angerumpelt. Ich glaube sogar mit dem Taxi überlebe ich länger. Alter. Jetzt kann man erstmal hier problemlos zum nächsten Level ab. Schaffen wir den Jump? Panzer Jump! Yeah! Zerstörung. Aber wir haben trotzdem erst 4000 Dollar eingenommen. Also ihr seht, es kommt so ein bisschen immer drauf an, auf was man sich jetzt hier fokussiert. Ich habe auch noch keine Quest da rechts absolviert. 15 Minuten sind um. Das ist ein bisschen schade. Progress in dem Spiel. Da habe ich manchmal das Gefühl, das Balancing ist noch nicht so ganz rund. Aber vielleicht soll es auch so sein. Und ich habe es noch nicht so ganz gecheckt. Aber man kommt manchmal so aus den Leveln raus und hat so ein bisschen das Gefühl, ich habe doch alles gemacht, aber irgendwie. Das ist nicht so viel getan. Auch diese Quests da rechts, zum Beispiel diese Anzugtypen mit dem Hut, die musst du halt im Eifer des Gefechts auch erstmal erkennen. Ah, da habe ich was geschafft. Ich habe tatsächlich einen neuen Charakter freigeschaltet. Endlich.
Können wir uns gleich nochmal angucken. Komme ich da durch? Ah, was nicht passt, wird das gemacht. Nein, ich muss raus. Gurke zum Panzer. Aber vielleicht schaffe ich es ja mal. 4 Minuten noch bis zur Atombombe. Ich habe keine Ahnung, was dann passiert, Leute. Wir werden es sehen. So weit bin ich noch nie gekommen. So viele Upgrades habe ich auch noch nie gekriegt. Wir sind im Auto, dann nehmen wir auch Auto-Upgrades. So ein bisschen schneller. Ja, jetzt kommen auch die Aliens schon mit Laserwaffen. Größerer Pick. Oh, was ist das? Geil. Neue Waffe, Minigun. Die hatte ich auch noch nicht. Pam, 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 pam. Leider bin ich gleich tot. Ich hab die Minigun dann. Okay, wir haben genug Kinderwagen zerstört. Ah, er behält die Minigun. Okay. Komm, so einen holen wir uns jetzt mal, oder? Ja, ich hab ihn zerstört. Yo, was haben wir hier? Guck, jetzt haben wir so einen. 2,5 Minuten, schaffen wir es? Das wird eine knappe Kiste. Ich habe nämlich nicht mehr viel Energie. Ich brauche Energie. Ich sollte einfach nur noch wegfahren. Was nicht so einfach ist immer. Schon die B-52-Bomber. Tarnkappen-Bomber. Ah, oh, sehr gut Energie. In die andere Richtung. Aber die Dinger hier sind sehr wendig, sehr schnell. Da kommen die UFOs. 2 Minuten noch, Leute. Ah, das war nicht gut. Wo ist das Ding? Was ist das? Erhöht den gesamten verursachten Schaden. Klar. Ja, die UFOs, ey. Ob man so ein UFO aufklauen kann? Bestimmt, oder? Ich weiß zwar nicht wie, aber bislang konnte man eigentlich alles klauen. Leute, 1 Minute noch. Wer weiß, was passiert in der letzten Minute. Oh, was? Der dumme Bildschirm, ey. Ich weiß nicht, warum der hier ständig ausgeht. Ich muss auf jeden Fall schnell in ein Fahrzeug. Taxi. Let's go. Jetzt geht's aber hier richtig ab. Alter, 28 Sekunden und es wird scheiße knapp. Da ist Energie. Ja.
Weg, 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 weg. 7 Sekunden. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ground Zero. Was passiert? Ich es richtig, die Atombombe, die wollte mich erwischen. Ja, weil alle anderen haben es nicht geschafft, also... Ja, Screenshot. Okay. Ein paar Rekorde aufgestellt. So, und jetzt haben wir zwei neue spielbare Charaktere. Iggy der Clown und das kleine Mädchen. Hier links sehen wir auch, die haben zum Beispiel ganz andere Items. Kettensäge, Raketenwerfer. Ich nehme jetzt mal hier das kleine Mädchen. Überlebe 20 Minuten, um einen Atomschlag auszulösen. So, hier sind wir jetzt natürlich wieder bei Level 0. Also wir haben gar nichts am Anfang. Aber interessante Sachen. Die hat hier so einen Geschützturm. ChatGPT-Modell. Samurai-Schwert. Lässt sich an allem befestigen und mit großer Kraft ziehen. Eine Harpune. Und eine Lenkrakete. Was ist das? Krieche unter Autos und lass dich nicht von Kugeln treffen. Bei besonderen Gelegenheiten erhöht sich die Wahrscheinlichkeit von Kugeln. Okay, was ist mit Iggy der Clown? Kettensäge. Wird hauptsächlich zum Fällen von Bonbon ankommende Kugeln und Autos abwehren. Scorpion in der Zeitschrift Clowns R Us zur Waffe Nummer 1 gewählt. Luftballons. Was könnte mit etwas Wasserstoff in Kinderballons schiefgehen? Und Raketenwerfer. Okay. Also ihr seht, die haben jetzt komplett andere. Gibt es noch den Astronauten. Hotdog-Typ. Jetzt das kleine Mädchen. Nur mal um zu gucken, wie sie spielt. So, jetzt haben wir halt noch keine Schusswaffe, deshalb müssen wir hier kicken. Achso, die läuft mit mir mit? Die Oma oder was? Aber warum schießen die denn nicht? Alle, die ich hier ankicke, laufen mir hinterher. Wie habe ich bezirzt, dass die mit mir laufen? Ich habe gar nicht Autoschuss hoch, doch. Hatte ich doch eingestellt. Schlaganfälle. Moleküle. Automatisches Zielen, automatisches Feuer. Wie macht's denn?
das Nitro. Ein mit Nitrogas gefülltes Gas, das zur Turboaufladung ihres Autos verwendet wird, muss aber nicht im Auto verwendet werden. Damit kann ich springen, glaube ich. Wir probieren es mal im Auto aus. Mal her. Kleiner Jump. Das ist schon ganz praktisch. Ja. Okay, am Anfang natürlich, wenn man noch nicht gelevelt hat, ist es natürlich schwer. Du musst ja erstmal alle Upgrades dir sozusagen beschaffen. Hier kann ich jetzt zum Beispiel, ich habe nur 850, aber ich könnte mir Samurai-Schwert kaufen. Gatling-Gun hier kostet, Gatling-Geschütz von 4500. Und die kann man natürlich dann auch noch upgraden, sodass die halt dann noch mehr Schaden machen. Die haben verschiedene Levels. Und man kann es jederzeit sich zurückerstatten lassen übrigens, was ganz praktisch ist, um so ein bisschen rumzuspielen. Ja. Aber das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Ich denke, man hat einen guten Eindruck von dem Spiel gekriegt. Maniac heißt es und ich denke, Name ist Programm. Es ist, wie gesagt, moralisch kann man dem Spiel durchaus kritisch gegenüberstehen. Würde mich mal interessieren, was ihr denkt. In den Kommentaren gerne mal schreiben. Findet ihr das unbedenklich, weil es halt einfach ein cartoonhaftiges, übertriebenes Spiel ist und man das in GTA ja im Prinzip auch machen kann? Oder findet ihr es vielleicht sogar blöd, dass man Punkte kriegt für überfahrene Kinderwagen? Kann ja auch sein. Ist sicherlich nicht für jedermanns. Was den Spielfaktor, Spielspaßfaktor angeht, kann ich sagen, macht schon Spaß. Ich weiß nicht, ob das beim Zugucken jetzt so rübergekommen ist, aber es steuert sich sehr, sehr flott und man hat ständig Action, es explodiert was, man kriegt Upgrades und so weiter. Ist jetzt für mich aber nicht in einem Top-Rank unter den Vampire Survivor-Likes, aber so ein ganz netter Zeitvertreib, den man ja einfach mal so 10, 20, 30 Minuten spielen kann. Auch auf dem Steam Deck läuft das Ding wunderbar, kostet 4,49 Euro, kann man eigentlich nicht so viel falsch machen. Und ist auf jeden Fall mal ein anderer Spin, eine andere Idee, was solche Vampire Survivor-Likes, wenn man das überhaupt so nennen mag, angeht. Also Maniac heißt das Spiel. Ich hoffe, euch hat hier dieser YouTube-Exclusive gefallen. Hab, wie gesagt, ich habe das nicht im Stream gezockt. Bin gespannt, wie es euch gefällt, was ihr sagt. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.